Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Body Personal Training. Das mal mit den Februar-Favoriten. Ich kann es kaum glauben, der Februar ist schon bald wieder rum. Wir sind Anfang Januar für 2 Wochen auf Hongkong und auf Thailand. Und darum sind wir irgendwie Mitte Februar heimgekommen. Und es ist schon fast wieder durch. Es geht so schnell. Unglaublich. Ich kann es nicht glauben, wirklich. Jedenfalls, wenn ihr euch vorstellen könnt, Februar ist etwas gelaufen, auch wenn ich weg war. Ich hatte Zeit zum Bösteln. Ich habe zwar in den Ferien nicht mehr so viel gekauft, aber nachher dafür. Tja, so läuft es. Und ich zeige euch, was es ist. Ich fange gerade an mit dem ersten Teil. Es ist das T-Shirt. Viele von euch wissen, ich bin momentan so ein bisschen auf dem V-Ausschnitt-Trip. Und endlich haben das die Läden auch erkannt, weil ich weiss noch, im Herbst habe ich glaube, angefangen zu suchen oder sogar Ende Sommer und es hat nie so etwas gehabt. Darum bin ich umso glücklicher, dass jetzt wieder V-Ausschnitt kommen. Das Libri ist von Zara, es ist ein Basic und ich habe euch extra die Etikette behalten, falls es jemand interessiert, weil es gibt selten, oder ich habe Mühe zum V-Ausschnitt finden, wenn ihr einen coolen Schnitt und ein cooles Material habt. Es ist von dieser Linie. Join Life. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie teuer das war, weil da ist in Euro angeschrieben. Ich glaube, um die 9 Franken wahrscheinlich. Ich habe das Gleiche auch noch in Weiss. Das wäre das, weil ich meine, sind wir ehrlich, was ist es Basic, wenn man es nicht in Schwarz und in Weiss hat? Es hat es auch noch gestreift gehabt. Ich glaube, Kaki, Grau, all diese Farben. Ich bin bei den 2 Grundfarben geblieben, wenn man das so nennen kann. Dann, zum nächsten Teil bleiben wir gerade beim Zara. Es ist eine wunderschöne Bluse mit riesen Ärmel. Es ist wirklich so eine Hippie-Bluse. Ich finde, es ist eine Bluse, die man zu allem anlegen kann. Sie ist so sommerlich leicht. Ich habe mich wirklich gerade verliebt. Und sie ist einfach nur Sommer pur. Sie schreit nach Sommer. Dann bleiben wir gerade bei der Bluse. Es ist wieder eine von Zara. Ausgesehen tut sie so. Wie man sieht, die Bluse geht eher ein bisschen ins Eckgrün. Schöne Details. Auch die Raffigen. Hier nochmal von nah. Ich finde, man kann sie super irgendwie in eine Jeans reinnehmen. Kann sie aber auch super so ein bisschen leicht fallen lassen. Es ist einfach nur hübsch. Das nächste Teil ist das letzte aus dem Zara. All die Teile, die ihr jetzt gesehen habt, sind wirklich aus der neuesten Kollektion. Also ich habe es diese Woche gekauft und die bekommen ihr sicher auch alle noch. Das nächste Teil ist ein khakifarbiges T-Shirt. Es ist an und für sich gar nicht so speziell. Das, was mir aber sehr gut gefällt, ist der Schnitt einmal. Und es ist wirklich schöne Farbe. Auch da, ich habe das T-Shirt gekauft mit dem Gedanken daran, um das in eine Jeans einzutun. Ihr seht hier mit dem Kaki vorne drauf. Es hat das gleiche noch in Grau mit Grey drauf und in Eckgrün mit Eckgrün drauf, logischerweise. Schön, einfach geschnitten. Dann zum nächsten Teil, das ist von Tallyway. Und zwar, man erkennt, ich habe es ein bisschen auf Hornfarben oder auf Naturfarben abgesehen. Es ist auch wieder in diesem Khaki-Grün und es hat wie die Bluse vorher schon wieder die herzigen Details. So sieht es angezogen aus. Lustig war es, Janik hat zu mir gesagt, hä? Das ist doch vielleicht zu kurz ein Kleid, ich komme gar nicht raus. Es ist kein Kleid, sondern es ist wirklich einfach ein Töppli, das tailliert ist und ich finde, es macht eine schöne Sanduhrfigur. Must have. Dann kommen wir zu den Teilen, die ich in Hongkong ergattert habe. Ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, es hat zwar viele Läden gehabt, es hat ein riesiges Einkaufszentrum dort. Ich sage noch, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so ein grosses Einkaufszentrum gesehen. Wobei, ich kenne sie ja eigentlich aus meiner Kindheit, aber ich habe das wie nicht so in Erinnerung gehabt. Also es war wirklich, wirklich heftig. Es hat aber nicht viele Läden gehabt, die etwas hatten, das mich jetzt gerade gereizt hat. Außer die grosse Überraschung, The Gap. The Gap war immer so ein Laden für mich, wie ich weiss, keine Switchers oder so. Dort habe ich nie gross nach Kleidern gesucht oder geschaut. Und sie haben aber so schön ausgestellt gehabt, im Schaufenster und ich einfach rein müssen. Das erste Teil ist das.
Es ist, glaube ich, sogar aus der Yoga-Kollektion. Wenn ihr seht, hinten durch, es hat einen schönen Rückenausschnitt. Da. Und es hat das angenehmste Material. Es ist auch schön. Es hat da hinten noch so ein Daumenloch. Und es ist einfach nur mega. Dann zum nächsten Teil, eigentlich relativ sehr unspektakulär. Es ist ein weißer Pullover. Es ist ja nicht so, dass ich schon etwa 5 davon hatte, vor allem gestrickte. Aber der grosse Unterschied ist, der sitzt perfekt. Er hat den richtigen Ausschnitt, das richtige Material und es ist einfach alles wunderschön. Auch vom Gap ganz einfach gehalten. Ja, es gibt gar nicht viel mehr dazu zu sagen, sondern einfach nur ein schöner Strickpulli. Zum dritten und letzten Teil vom Gap. Es ist ein Pullover, und zwar ein Kapuzenpullover. Da noch mit so, wie sagt man dem? Ich weiß nicht, wie man dem sagt. Anziehdinger, wo man Kapuzen enger machen kann. Es ist eine coole Farbe, ganz flauschig innen drin und er ist relativ dick. Also für jetzt, für draussen wahrscheinlich genau richtig. Dann kommen wir noch zu zwei Teilen, die ich in Thailand gekauft habe, auf Strassenmarkt. Wir haben tatsächlich nicht so wahnsinnig viel eingekauft in Thailand. Sorry, mein Ohrring hat sich irgendwie verheddert. Wir haben gedacht, wir würden eigentlich viel mehr einkaufen, aber es hat sich irgendwie einfach nicht ergeben. Das erste ist das herzige Kleidchen. Es ist wie so ein bisschen Badhosenstoff ähnlich. Es fällt auch schön, man kann hier die Taille zuziehen und einfach nur mega gebig für übers Bikini. Dann nochmal eins für übers Bikini. Was da ein bisschen schade ist, ich habe das Gefühl, es hat ein bisschen abgefärbt. Und ich komme nachher gerade noch mehr auf das Thema zu sprechen. Ausgesehen tut es so. Es hat hier so riesige Puffärmel und ist auch an der Taille eng. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es hat hier so ein bisschen abgefärbt. Aber man sieht es nicht gut. Ich glaube, es ist, wenn man es weiss. Thema Abfärben. Im einen Pool, im einen Hotelpool, wo wir waren, zu irgendeinem Grund hat der Pool abgefärbt. Also es hat wie so Rost gehabt oder irgendetwas Ähnliches. Und all unsere Bikinis und Badhosen waren nachher orange gewesen. Aus diesem Grund haben wir von diesem lieben Hotel ein Bikini dürfen auswählen. Es hat dort eine Boutique gehabt und wir dürfen ein Bikini auswählen. Darum zeige ich euch jetzt gerade noch das Bikini. Ausgesehen tut es so, es ist farbig und ich habe mega Freude daran. Es waren ein bisschen viel gewesen, he? Es hat hier, wie ihr seht, so Bändel dazwischen und auch hinten durch sind nochmal diese Bändel. Also wirklich, wirklich wunderschön, wunderschön. Dann kommen wir zu den Schuhen. Kleider haben wir durch, Schuhe. Als ich weg war, sind haufenweise Schuhe von Skechers angekommen. Wenn ihr wisst, ich bin gesponsert von Skechers, kann darum im Showroom Schuhe aussuchen und die werden mir dann zugeschickt. Und darum sind das wirklich die, die mir von Herzen gut gefallen. Ich fange gerade mit denen an, die mir als erstes zugeschickt worden sind. Leider sind die nach meinen Ferien angekommen. Es sind nämlich Flipflops. Es sind einfach nur rabenschwarze Flipflops mit so einem guten Absatz. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, sind überall die speziellen Fußsohlen, die wirklich so bequem sind, als würden ihr auf Wolken laufen. Dann, wir probieren ein bisschen schnell weiterzumachen. Gerade die beiden, die eigentlich die gleichen sind. Ich habe sie schwarz und in weiß. Oder grün. Nein, weiß. Und das ist so ein bisschen Anthrazit-schwarz gemischt. Für mich gebe ich auch zum Sport machen, habe ich feststellen. Ich würde es nicht zum Rennen anlegen, aber zum Sport machen voll okay. Und sie gefallen mir auch gut. Ich habe auch gerne schwarz und weiß, weil es sich einfach immer kombinieren lässt. Und dann zwei ganz spezielle. Ich habe mich auf beide seit immer gefreut. Nein, seit ich gewusst habe, dass ich sie ausgewählt habe, habe ich mich auf die beiden paar gefreut. Die einen sind die. Sie sind ganz speziell, ich weiß es, wird wahrscheinlich nicht jeder anlegen. Sie sind rot und wie ihr seht, sie haben hier oben wie so eine Lasche, die man anziehen kann.
Man muss es nicht binden, sondern man kann wirklich nur hier einschläufig sehen. Es hat hier so ein Teil, der so etwas nachlässt. Das ist der eine Schuh. Und der andere, den ich jetzt wirklich täglich anhabe und wo man es halt auch schon etwas sieht, ist der. Er ist beige. Beige lässt sich zu allem kombinieren. Und ich finde ihn einfach nur rattenscharf. Ich finde diesen Schuh so gut. Ich habe mich total verliebt in den und ich hoffe, er dreht sich nicht schnell ab, weil ich den ganzen Sommer tragen will. Dann kommen wir weiter und zwar schnell Werbung in Eigensache. Wie die einen vielleicht schon wissen und mitbekommen haben, es gibt neue Shakes. Und zwar von mir persönlich gemacht. Es ist momentan exklusiv für Golden Body Kunden oder vor allem für Bookcamp-Kunden, wobei die anderen können wir eigentlich auch dran annehmen. Es ist so, es gibt jeden Montag und Donnerstag Möglichkeit, um so einen zu bestellen. Das Ziel ist, oder warum dass ich auf die Idee gekommen bin, ist, weil ich weiss, dass viele meiner Kunden, wenn sie am Abend ins Training kommen, weiss doch auch nicht, um 8:30 zu Hause sind, nichts mehr recht zu kochen und nichts mehr recht zu trinken und nichts mehr recht zu essen und was auch immer. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich das unterstützen? Wie viele von euch wissen, ich bin nicht der Typ von irgendwelchen Pülverli oder Shakes oder was auch immer. Alles, was unnatürlich ist, ist bei mir eigentlich schon mal weit weg. Jetzt ist es aber so, ich habe mir überlegt, wie kann man das machen? Und ich bin auf die Idee gekommen, ich mische es selber, so weiss ich, was drin ist, so wissen die anderen, was drin ist. Und es ist die optimale Zusammensetzung. Also es hat nur natürliche Zutaten da drin, es sind Früchte, es sind zum Beispiel jetzt einfach als Kohlenhydratquelle Haferflocken oder so irgendetwas Ähnliches. Es ist irgendeine Flüssigkeit, Kokosmilch, Kokoswasser, Milch, Wasser, was auch immer. Und ja, das ist eigentlich meine Idee, um meine Leute ein bisschen zu unterstützen, was gesunde Ernährung anbelangt. Und ich hoffe schwer, dass das vielen hilft. Dann, wenn wir gerade schon bei den Getränken sind. Seit gestern ist es tatsächlich so, dass ich nochmal einen neuen Sponsor habe. Und zwar ist es ein Getränkehaus. Das eine ist... Entschuldigung. Mit dem an. Das eine ist Nocco. Ich kenne es schon ein Zeitchen. Und ich merke aber, viele kennen es nicht. Ich tue euch darum einmal schnell erklären, um was es hier geht und wenn ich die kennengelernt habe. Nocco war an der Fitnessmesse in Basel. Ich habe es immer falsch gesagt. Ich habe immer gemeint, ich habe es an der FIBO kennengelernt, aber ich war gar nicht an der FIBO, sondern an der Fitnessmesse in Basel. Und ich habe dort von diesen Getränken probiert und war absolut begeistert. Sie sind sehr fein und wie ihr seht, sind BCAAs. Also etwas ganz, ganz Schlaues für uns Sportler. Ich habe vorher BCAAs zu mir genommen, in Pulverform. Und habe es nie gerne gehabt. Ich habe es völlig überteuert gefunden. Es hat eine mega Sauerei gegeben. Blablabla. Jedenfalls, ich habe es nie regelmässig genommen. Und ich hätte aber gewusst, dass es für mich gut wäre. Ich habe die angesprochen und wir sind dann in Kontakt gekommen. Jedenfalls ist es jetzt so weit, dass ich für Nocco Werbung machen darf. Ah, irgendwo. Unter dem Kleiderhaufen. Ah, da hinten. Es ist gar nicht. Entschuldigung. Komm. So, dann habe ich auch noch angerührt, weil ich gewusst habe, ich wollte eigentlich eine Überleitung machen. Naja, jetzt ist es schon spät. Ein Sport-BH habe ich auch noch bekommen. jedenfalls, ja, ich bin neu mit Nocco am Zusammenarbeiten und ich finde das, hey, sorry, wenn das so klingt, als würde ich ständig furzen, aber ich bin einfach mit meinen Blutten, also Halbblutten Beinen auf dem Ledersessel und das klingt immer so, wenn ich mich bewege. Jedenfalls, oh Mann, ich komme immer aus dem Text, gell? Das ist unglaublich. Ist für mich etwas absolut Geniales. Ich wüsste, ich mache für nichts Werbung, wo ich nicht zu 100% dahinter stehe. Und ich finde, Nocco ist so eine familiäre Firma. Es sind so lässige Leute. Und es ist einfach schön, um mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und ich bin einfach nur begeistert, wie sie das machen. Und ich finde, so Sachen sollte man unterstützen. Es gibt eins, also in der Schweiz ist es eher neu. Ich glaube, wenn ich mich richtig mal erinnere, seit dem September. Sie ist von Schweden ursprünglich und in Schweden hat es einen riesen Boom mit denen gegeben.
Die grünen sind ohne Koffein, die blauen sind mit Koffein. Ich persönlich habe Pfirsich und Äpfel am liebsten. Bieren, es ist auch fein, absolut, verstehe mich nicht falsch, aber es ist wie, ich weiß nicht, ich komme beim Laden nicht so drauf zum Bieren kaufen. Darum Äpfel und Pfirsich meine absoluten Favoriten. Jetzt, etwas habe ich noch vergessen, ich habe eine Sonnenbrille gefunden. Woohoo! Die mich wirklich gut kennen, wissen, das ist eine riesige Tortur, bis ich einmal Sonnenbrille gefunden habe. Ich habe sie im H&M gekauft und zwar, das Lustige ist, sie ist auf der Seite durchsichtig. Vorne so ein mit einem Goldschimmer und ja, irgendwie passt sie. Ich zeige sie euch mal schnell. Ich sehe euch leider nicht mehr so gut, es ist schon recht dunkel jetzt gerade. Ich habe mal von einer Brillenverkäuferin gelernt, dass man anscheinend die Augenbrauen hier sehen muss. Und das ist irgendwie die erste Brille, wo das tatsächlich passiert. Ich habe das Gefühl, sie ist von der Breite her recht okay, weil ich einen recht breiten Schädel habe. Und das sind eigentlich schon zwei Kriterien, die es für mich perfekt machen. Sie ist noch Gold. Das macht es zum absoluten Hingucker und darum ja, ist sie neu in meinem Sortiment. Dann, was mir gerade auch noch in den Sinn kam, ist jetzt, als ich da, die Hände oben habe, das Allerwichtigste von diesem Monat, wirklich, wirklich, das, was mir am meisten am Herzen liegt, ist das Armkettchen. Und zwar, ich zeige es euch mal von Nähem. So sieht das aus. Es ist mein Name und am Janik sein Name eingraviert. Es war das Geburtstagsgeschenk von mir gewesen. Und wir hatten relativ lange, bis wir das gemacht haben und entschieden haben und sowieso. Und jetzt ist es endlich gekommen, lustigerweise genau am Valentinstag. Und ich habe Freude an diesem Armbänder. Das bedeutet mir ganz viel. Dann die grosse Überraschung. Ich darf euch nochmal etwas verkünden. Mit Noko zusammen darf ich auch... Was war das für eine Bewegung? Noko und... Vitamin Well! Das ist das, was ich von Anfang an. Nein, ich darf es nicht so sagen. Mal, aber es hat mich von Anfang an so begeistert. Ich bin in den Raum gekommen, es hat ganz viel Getränke gehabt. Und das ist das, was mich angesteuert hat. Und ich zeige euch jetzt genau wieso. Ich zeige euch als erstes die Flasche, die so Laura ist. Und zwar genau die. Aus diesem Grund. Schaut mal. Sie ist rosegold. Wie schön ist sie bitte? Also schauen, es ist so. Vitamin Well. Sorry. Vitamin Well sind Vitaminwasser. Also es hat vier verschiedene Sorten. Ich zeige euch gerade alle. So, also. Wir haben einmal Everyday. Wir haben einmal Antioxidantien. Dann haben wir Reload. Und Hydrate. Es sind super Getränke für nach dem Sport, für den täglichen Gebrauch, für was auch immer. Es sind Vitaminwasser. Also wir haben jetzt so zum Beispiel beim Hydrate ist Vitamin C, D, Zink, Biotin und noch vieles weiteres. Das ist einfach so ein bisschen die Hauptdings. Wir haben beim Reload vor allem Vitamin B, D, Magnesium und Zink. Das sind wirklich einfach alle wichtigen Sachen, die ich finde, vor allem für Sportler ist es eine mega Bereicherung. Oder gerade für Leute, die nicht ewig Wasser und Tee trinken wollen. Ich bin auch eine Süße, also nicht nur zum Anschauen. Der war echt flach. Nein. Sorry. Nein, ich wollte sagen, ich bin süssi, was Essen und Trinken anbelangt. Und darum finde ich so Sachen mega toll. Vor allem, wenn die Verpackung noch so ansprechend ist. Und ja, was kann ich noch mehr dazu sagen? Es ist kalorienarm. Es hat etwa... Es hat 85 pro Fläschchen, auch 85, 85, es hat überall 85. Es sind 85 Kalorien pro Fläschchen, was ich voll in Ordnung finde. Und es hat wirklich die wichtigsten Nährstoffe drin, was ich feiere. Ich finde das der Hammer, ich bin mega, mega stolz. Ich bin tatsächlich die Erste in der Schweiz, die diese Marke repräsentieren darf. Und neben dem Zlatan. Er macht Werbung für das. Und ja, ich bin mega stolz. Und das ist wirklich ein Produkt, das ich auch wieder sagen kann, wo ich zu 100% dahinter stehe. Ich komme kein Geld über für das. Ich will wirklich, dass das klar ist. Und
Ja, ich zeige euch einfach gerne Produkte, zeigen, die ich lässig finde. So, das war es. Ich danke euch viel, viel mal, dass ihr das lange Video angeschaut habt. Und ja, einfach nur danke. Ich wünsche euch eine gute Zeit, kommt gut im März und bis bald. Ciao!